Einen wunderschönen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen, aber feinen Folge Deponia. Wir sind gerade aus der Müllhalde entkommen. Jetzt packen wir mal unseren Koffer. Ach, den kann ich nur aufmachen, nicht mitnehmen. Okay. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lasse ihn mal lieber zu. Müssen wir wahrscheinlich jetzt dann erstmal dafür sorgen, dass hier kein Müll mehr runterkommt. Ein gut geöltes Getriebe. Das da drüben ist heiß, oder? Au, der Draht bohrt sich in mein Fleisch. So schaut das aus. Wieso ist denn die Mucke so laut? Hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Ein Seitenschneider, habe ich es doch gesagt. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Was hatten wir dabei? Wir hatten Zahnbürste dabei. Mit meinem Proviant. Die Reise wird lang. Geht ja schon gut los. Keine Ahnung, was wir machen. Packt mein Inventar. Ich hab nichts dabei. Ah, okay. Das kann ich alles rausnehmen hier. Was haben wir jetzt mitgenommen? Den Proviant, oder? Und? Ein Sockenpaar. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas machen können damit. Damit krieg ich die nie auf. Die Luke vielleicht? Wieso? Die sind doch noch gut. Dann schmeißen wir es ins Getriebe. Ölflecken drauf. Boah, okay, das bringt nichts. Keine Proviant. Das Zeug habe ich gerade erst mühsam aus den Tauchspritzen gekriegt. Ja, das war ja auch keine Absicht. Ah, okay. Da! Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Okay, dann müssen wir jetzt... Wie machen wir das jetzt? Stecken wir mal den Proviant rein. Und dann haben wir ja bloß noch die Socken. Müssen ja fast die Socken sein. Nee. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Mit dem Proviant noch was anderes machen? Das spielt man nicht. Es sei denn, es ist wirklich richtig lustig. Mit Essen spielt man. Es sei denn, es ist. Ich spare mir meine. Solange er aktiv ist. Mann, ey, ich kann ja sonst nirgendwo hin. Darüber kann ich nicht. Hier kann ich auch nichts rausnehmen. Keine Chance. Um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger die Wenzel. Probier mal das. Vielleicht kann ich die Socken da irgendwie. Ne. Ich spare. Solange die. Keine Chance. Geht ja schon gut los, Leute. So, jetzt Proviant nochmal. Ich muss mal leiser machen. Wieso ist das so laut? So. Also, wir stecken das hier rein. Dann kruscht der da rum. Ach, müssen wir vielleicht warten, bis da Müll kommt? Der Arm holt die Nüsse aus dem Getriebe. Na, schau sich einer die Beißerchen an. Aber da kommt kein Müll an der Stelle. Ich spare mir mal. Komm da nicht hoch. Was will er jetzt von mir? Was soll ich jetzt machen? Der Arm pult die Nüsse. Na, schau sich einer die. Der Arm nascht. Also Müll kommt nur hier. Solange die Klappe zu ist. Solange die Klappe zu ist, kann ich auch keine Socke anziehen. Wenn ich den Proviant da reinschütte, ist die Klappe ja auf. Aber ich kann. Da ist halt dieser Wartungsarm dann. Nee, ich kann hier auch zu auf die Klappe. Ah. Ah, okay. Und jetzt kann ich die aufmachen, oder wie? Jetzt habe ich einen Wartungsarm. Mhm. Mit dem Wartungsarm kann ich jetzt hier aufmachen. Okay. Oh, wer bist denn du? Was ist denn los, Baby? Fräulein Goal. Hier ist unser Goldie-Kleiner. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen.
Was? Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Da geht was, mein Freund. Mach dir die klar, Bro. Ja, hier kann ich jetzt schon abhauen, oder wie? Okay. Nehmt das! Nein, nicht! Was ist das? Oh, das war falsch, oder? Okay. Verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne... Ich wollte ja auch den blauen... Los, werft ihn über Bord! Okay. Ich habe vielleicht einen Fehler gemacht. Möchtet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Dafür bin ich eine Spur zu flink. Piu, piu. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Ich mache jetzt die Musik mal ein bisschen leiser, Leute, weil die echt penetrant laut ist. Aua. Ich war so nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Nee, ich lasse die Musik so, wie sie ist. Und wenn euch die zu laut ist, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, dann mache ich es beim nächsten Teil leiser. Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Frau Hintel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. So, Motorhaube, machen wir die mal auf. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Okay, dann gehen wir mal rein. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Ist sonst was dran? Die Scheibe ist völlig, dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Das ist ein typisch deutscher Amazon-Fahrer. Okay, hier ist, glaube ich, nichts mehr. Wo gehen wir zuerst hin? Runter kann ich gar nicht. Dann gehen wir mal zum Dorfkern. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Ja, das ist gut, was los? Geh mal hin. Geh mal den hin, Leute. Was muss ich denn generell überhaupt machen? Soll man ins Rathaus gehen? Kann an so viele Orte gehen. Ich habe ja so nichts irgendwie zu tun, gell? Also ich habe ja keine Quest, glaube ich. Wenzels Haus kann man gehen. Tonis Hütte. Tonis Laden. Rathaus, da kann ich nicht rein. In die Gasse, da kann ich auch nicht. Gehen wir erstmal in die Gasse. Quatsch mal mit dem Hanek. Ach, hier, Rufus. Genau. Warum arbeitet ihr nicht? Genau, funktioniert. Aber mich interessiert das alles gar nicht. Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Sachen erledigen und besorgen und so. Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Dann können wir... Machen wir, Bro.
Wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Das bezweifle ich. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Okay. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Nein. Eigentlich war es das dann. Ah, wusste ich's doch. Okay, was treibt ihr hier unten eigentlich? Ist das das? Ist das da drin? Mal noch ein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und das Papageien auch? Ich dachte, das machen Wellensittiche. Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Bis bald. Tschö. Okay. Also wir brauchen Magneten. Rufus. Genau. Jetzt mal noch ein Papagei. Hallo. Hallo. Hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ich hatte ein paar Nüsse für dich, Bro. Er redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Mein Mann ist zwar verstaubt, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör. Ich habe ja gar kein Proviant mehr. Ha, dummer Hausi. Oben ist ein Chamäleon, da kann ich ja Lonzos Kneipe. Oh mein Gott, Notfallstation, Sprengplan, wo es halt überall noch hingeht. Ich frag besser Hanek, wie das funktioniert. Triggert mich gerade ein bisschen, dass ich an so viele Orte gehen kann. Ah, Rufus. Ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Nein. Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und, Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Ehrenmann. Na super, danke. Dartpfeil, den nehmen wir mit. Den brauchen wir. Das habe ich sofort erkannt, dass wir den brauchen. Hier ist Schild. Kann ich das Schild mitnehmen oder was? Tatsächlich. Was mache ich denn damit? Ist dem aber auch scheißegal ist, gell? Roter Vorhang. Was ist das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Okay, hier gibt's nichts mehr. Dann gehen wir da mal. Dann gehen wir noch zur Notfallstation. Die Notfallstation macht Mittag? Macht Mittag, na, okay. Toll. Und was, wenn es einen Notfall gibt? Mein nuklearbetriebener Satellit könnte auf Kuvak stürzen. Oder die Grizzlies sich aus meinen Laufrädern befreien. Denkt denn niemand mit? Schön, da haben wir hier abgehakt, Gasse. Also werden dann wahrscheinlich diese Magneten brauchen, aber die brauchen wir nicht jetzt. Dann gehen wir zum Rathaus. Oh Gott, bitte sag, dass ich nicht mit einquatschen kann. Ziehen Sie sich eine Wache. It's ma'am. Und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Okay. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Ich weiß, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister. Das ist ja meine Alte. Meine zukünftige Alte. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meint. Die Mutter meiner Babys. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Okay, Hebel. Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Wo sehe ich, welche Nummer dran ist? Magneten. Zack, zack, zack. Drei Stück. Sehr schön. Öffnungszeiten. Oh Gott, ich kann mit denen allen labern oder was? Das wollte ich eigentlich nicht. Wo ist das Mädchen jetzt? Ja, das kann man fragen. Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. So, ich verschwinde. Ja, kann ich nicht labern? Mit der Lotti kann ich labern. Hallo, Lotti. Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Wo ist die Frau aus... Prinzessin Wunder? Die liegt im Sitz. War ja klar, dass du auch... Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt...
Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Lass dich nicht. Öffnungszeiten sind auch egal. Zum Büro des Bürgermeisters und zum Sitzungssaal, zur Poststelle. Oh my goodness. Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Okay, aber das heißt, zum Sitzungssaal dürfen wir, oder wie? Nice. Goal. Oh, da ist sie ja. Da ist sie ja. Wer ihr Retter ist. Ja, du liegt doch eh perfekt da geht was. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir. Ja, wenn ich's dir doch sag. Amüsant. Das ist kein Scherz. Dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Ich mach dich gleich kurz, Alter. Was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein. Die ist aus dem Himmel gefallen. Weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Das Bewusstsein. Aber keines von meinen Medikamenten springt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Die Dialoge gefallen mir. Und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. So, was können wir hier machen? Ein Türknopf... sonst nichts. Und ihr kann jetzt wahrscheinlich nichts machen. Goal. Goal. Aufwachen. Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor. Tja, ich kenne mich halt auch. Drücken wir mal auf den Türknopf. Keine Ahnung, was da passiert. Ja, Türknopf. Wo geht's da hin? Hä? Ist ja was. Luftballons. Karton? Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Okay, sonst gibt's hier nichts. Dann gehen wir da auch wieder raus. Stopp, das war... Bis wann? Bis die Uhr am Öffnen. Da ist aber keine Uhr. Gut, und jetzt? Okay, Rathaus sind wir auch fertig. Mit dem Magneten. Wollen wir nochmal in die Gasse gehen oder sollen wir erst die anderen Sachen ab? Ne, komm, geh mal in die Gasse. Wenn wir den Magneten haben wir schon, vielleicht bringt er was. Machen wir das mal Hennig mal, dass wir die haben. Rufus. Genau. Achso. Wie genau? Och, der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er die entsprechenden Quadraten mit Magneten. Dann, ich ja. Dann richtig. Ich hab den Magneten, ich möchte es machen. Rufus. Genau. Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frag besser Hanek, wie das... Ja, ich weiß, wie es funktioniert. Ich würde mir die Karte gern anschauen, damit ich weiß, wo ich die hintun muss. Okay, egal. Geh mal zu... Toni. Okay, wollen wir da jetzt echt zu der gehen? Was soll das bringen? Wahrscheinlich nix. Oh, da ist ja noch alles, wie wir's verlassen haben. Toni ist nicht da, oder?
Könnte man den Seitenschneider mitnehmen? Darf ich nicht. Okay. Meine Truhe ist weg. Meine Truhe ist weg. Da noch raus. Vielleicht ist der Wetzel noch da oder Toni. Nee, auch nicht mehr da. Weißgerät kann ich mitnehmen. Blindgänger kann ich mitnehmen. Trichter kann ich mitnehmen. Okay. Dann looten wir mal alles zusammen, was hier ist. Dann gehen wir zu Tonis Laden. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel? Der Meister der Schwerkraft? Der Himmelsstürmer? Der Windjockey? Ja, der bin ich. Der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und doch steht er hier. Direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht. Diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer. Auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich Bestimmt. Musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich. Oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ehrenmann. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. So, ich würde gerne etwas kaufen. Ich wollte mich verabschieden. Was sind das für Coupons? Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Ja. Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst sag halt einfach ja. Dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Kann ich da jetzt ja sagen? Die Hausapotheke. Hast du dich noch nicht? Schade. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Oh, okay. Cool, die nehme ich doch glatt. Oh, hey, Pfoten weg. Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. ich möchte etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Ja, sag mal, das weißt du, ob ich Kohle habe. Von dem ich nichts weiß. Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Okay, da können wir, glaube ich, nicht viel... Aber du bist immer noch da. Da können wir nicht viel reißen. Mitnehmen können wir... Nichts, oder? Finger weg von meinen Sachen. Hm. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Lange... Coupons. Gut, die Coupons kann ich auch nicht. Kann ich nicht nehmen, oder? Hey, was? Na klar. Dann kann ich mal offenbar. Okay, du hast kein. Du bist Punkt. Was? Du Anschrei. Wovon, mein Freund? Oder? Nicht direkt. Ist es das? Und. Einatmen? Ausatmen. Jetzt stinkt's mir, dass ich den Dialog übersprungen habe, verdammt. Jetzt guckt sie nicht. Finger weg. Ist ja gut. Den Haken kann ich jetzt vielleicht. Autsch! Ey! Oh, jetzt habe ich mich verletzt. Apotheke. Apothekenschlüssel. Aua! Guck mal! Ach, so eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt... Ah, Schlüssel rüber. Warte mal, du kleine Ratte! Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Toni, bitte, ich verblute hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch. Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Also hier, nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Ehre. Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. $10 Inventar, Apothekenschlüssel. Zack. Was haben wir denn da? Beruhigungsmittel? Das war's. Okay, wie hilft mir das jetzt, wenn jemand verblutet? Das werde ich, wen werde ich da betäuben müssen? Ich weiß es nicht. Sie vielleicht, also die Toni. Habe ich dann die Frage, wie? Jetzt gehen wir noch zum Wetzel.
Das ist Wenzels Haus. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Ich bezweifle es. Aber tief. Wenzel? Hey, Rufus. Schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal, ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja, ja schon. Na, dann ist doch alles Paletti. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja. Yeah. Man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Bis später. Genau. Stock nehme ich mir. Hey, Alter. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Gib mir den Stecken. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Gut, dann muss ich ja eher ihn beruhigen mit diesem Beruhigungsmittel. Jetzt gehen wir erstmal ins Bad. Check mal aus, was wir ihm mopsen können. Kann man nicht viel machen. Ha, gute Frage, gell? Wie geht's jetzt weiter? Ich kann noch hoch zum Wassertank. Ich könnte mir jetzt aber nicht vorstellen, dass man da irgendwie großartig was machen kann. Hier ist weit nichts mehr. Egal, gehen wir noch hoch zum Wassertank. Schauen, was da passiert, wenn wir da ziehen. Läuft da Wasser rein. Wetzels Haus, oder wie? Keine Ahnung. Aha, was machen wir? Haken. Vielleicht kann man da die Klappe... Er hat eine Schutzklappe auf seinen... Ja, die wollte ich ja mit dem Haken aufmachen. Schweißbrenner, Wartenummer haben wir, Luftballons, Narkotikum, Trichter. Wo hat der denn das Wasser jetzt hingelassen? Na gut, das läuft ganz woanders hin. So, dann müssen wir aufhören. Genau, wir hören jetzt auf. Ja. Viel geschafft haben wir in der Runde leider nicht, aber wir haben hier erstmal so ein bisschen die Lage gecheckt. Und das nächste Mal werden wir dann die ganzen Rätsel lösen. Es wird unglaublich, Leute. Ihr dürft es auf gar keinen Fall verpassen. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, könnt ihr mir ein Abo dalassen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal und bis dahin eine schöne Zeit.